So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test. Mal kein richtiges Horror-Let's Test, es sei denn, der ein oder andere empfindet dieses Spiel als Horror. Und zwar geht es heute um Surgeon Simulator 2013, eine Art, ja, wie soll man sagen, Operationssimulator oder, Operationssimulator könnte man sagen. Krankenhaussimulator passt nicht wirklich. Ich sag einfach mal Operationssimulator. Da muss man anscheinend irgendwas, da sollen wir wohl irgendwas operieren hier. Irgendwie eine Herztransplantation oder irgendwie so sollen wir was machen. Das war so, was ich so gelesen habe, worum es hier geht. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir einfach mal an zu schnibbeln. Controls. AWER Space LMB Lower Hand Hold LMB Rotate Hand. Achso, da kann man die Hand noch drehen. Das auch nur für die rechte? Ist beides eine Hand. Gut. Controls. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Und perform a Heart Transplant. Achso, man kann das also. Achso, kann man die Hand drehen. So, da oben läuft eine Zeit. 13 Sekunden haben wir irgendwie schon. Blutlevel 5600 Milliliter. Und wir sollen jetzt hier eine Herztransplantation nehmen. Ach, das kann man hier wegmachen. Ein Tuch. Dann mal zur Seite mit dem ganzen. Ich glaube, wir sind ein bisschen unvorsichtig. So, dann gehen wir da weg. Sag mal. So. Das Tuch ist also schon mal weg. Und jetzt müssen wir die Rippen entfernen, oder wie sieht das hier aus? Komm mal hier, nimm mal hier irgendwas. Man kann. Ach, damit kann man die Finger so einknicken. Schaut euch das an, der zeigt den Mittelfinger. Mann, ist der frech. Guckt euch das an. So, und jetzt sollen wir das Herz. Guckt euch mal das Herz an, das ist noch am Schlagen. Das bewegt sich auch, er atmet also und wir sollen das alles machen, also entfernen. Gut, wie können wir denn hier überhaupt was nehmen? Ich muss mal gucken, wie greift man hier überhaupt? So, dass man nichts umstößt. So, mit der Maus. So, wenn man Maustaste gedrückt hält, dann. Nee, ich muss beide gedrückt halten und dann kann er die irgendwie nehmen, oder wie? Aber wie? Achso, und jetzt hat er das und dann kann man da irgendwie. Ach du Schande. So, das sieht da jetzt schon ziemlich chaosmäßig aus. Drehen wir deine Hand wieder zurück, du Verrückter. So. Ganz merkwürdig aussieht, ist die Dinger, die Lungen, die bewegen sich immer noch. Also die sind doch gar nicht mehr bei dem drin. Der atmet doch, der kann gar nicht mehr atmen normalerweise. Wenn er nicht irgendwelche außerordentlichen Fähigkeiten besitzt, kann der eigentlich gar nicht mehr atmen. Aber er tut es immer noch. Ich versuche mal, ob ich das irgendwie noch hier zu fassen kriege, dieses Ding. Und nimm das Teil in die Hand. Kann die Hand irgendwie so verschieden drehen. Das ist irgendwie so atemberaubend. So, dann nehmen wir aber mal das Ding, was dort hinten liegt. Hand runter. Dann nimm das Teil einfach mal. Ach, jetzt hat er das genommen. Ich weiß zwar nicht, ob ihm das was bringt. Der verliert immer mehr Blut. Wir müssen halt also mal schnell reagieren. Unsere Hand ist schon ganz eingesaut davon. Wir sollten jetzt mal relativ schnell reagieren. So, nimm mal irgendwas hier. Nimm das Teil mal in die Hand und feuer da mal ordentlich rüber. Das muss alles raus da, raus. Das muss weg hier. Das muss weg. Das muss alles weg. Das ist alles hier an der falschen Stelle. Das muss alles weit weg. Das geht immer nicht weg. Jetzt mal ganz im Ernst, das geht nicht raus da. Wie kriege ich denn seine ganzen
seine ganzen Organe da jetzt raus. Ah, dieses Spiel ist ja schon krank, wenn man das mal überlegt. Seine Lunge will da nicht raus. Menschenskinder. So, jetzt aber. So, die ist raus. Das Werkzeug liegt noch halb in seinem Körper, aber gut, das ist mir jetzt egal. Wir müssen jetzt hier schnell schauen. Wo ist das Herz? Das Herz pocht da noch. Wir brauchen jetzt was, um das Herz da rauskriegen. Das heißt, wir nehmen mal dieses Stückchen hier. Nimm das mal irgendwie. Das ist so. Hat er das jetzt genommen? Und damit sollen wir jetzt irgendwie das Herz raus. Oder damit können wir wahrscheinlich irgendwie das Herz rauskriegen, aber ich weiß. Ach, jetzt hat er das uns da reingelegt. Oder wir nehmen das Ding hier dafür. Können wir auch versuchen. Geh mal runter. So, nimm mal den Hammer hier. Den Hammer. Vor allen Dingen, ich sag den Hammer. Mit der Hand ein kleines Tickchen war davor, dann wieder runter. Dann drücken wir mal den und den. Und er hat das Teil in der Hand und jetzt können wir damit ordentlich hier rumhantieren. Und egal wo wir hier gegenstechen, der verliert immer mehr Blut und geh raus damit. Der verliert ordentlich Blut. Ach, wenn wir jetzt gerade das Teil hier sehen, dann kann ich auch damit mal ein bisschen rumwerkeln. Ja, das könnte ich auch noch nehmen. Was hat er jetzt genommen? Er hat immer noch das Ding hier in der Hand. Ich will mal jetzt hier dieses große hier haben. Vielleicht können wir das auch noch nehmen. Und er verliert ordentlich Blut. Der wird es nicht mehr lange schaffen. Sondern er kriegt es ja. Was ist denn das? Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Was kann der alles mit seiner Hand machen? Und damit haut er jetzt hier hin und her. Mein Arm ist irgendwie unsichtbar. Hier vorne. Wenn ich ihn so ganz streng nach vorne schlage. Gut. Genug umgespielt. Unser Patient verliert hier Blut ohne Ende. Ich muss das irgendwie stoppen. Aber wie? Es ist gar nicht so einfach, das Werkzeug in die Hand zu nehmen. Hand ein Tickchen weiter nach vorne, wieder runter. Und jetzt nimmst du es einfach mal. So. Ja, und nun ist die Frage, wie komme ich ans Herz ran? Geh doch mal raus da aus seinem Körper. Das hat sich gleich erledigt mit dem. Ich komme nicht an sein Herz ran. Schaut euch das an, der verliert ohne Ende Blut. Was soll ich denn machen? Da liegt ein Herz. Das müsste ich ihn da einsetzen, aber ich kriege das nicht hin. Oh nein, er verblutet. Surgery failed, and it was going so well. It only took your to brutally murder this guy. Wir haben ihn umgebracht. Alter Schwede. Aber jetzt seid doch mal ehrlich, das ist gar nicht so einfach, mit diesen Gerätschaften dort dieses Herz daraus zu kriegen und das neue wieder einzusetzen. Wie schnell der auch im Endeffekt verblutet ist, das war ja auch schon Click to Restart. Wir versuchen es einfach nochmal. Und mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Ich denke aber ihr gesagt nicht, weil die Steuerung das gar nicht so einfach zulässt. Click to Begin. Ja, das habe ich jetzt verstanden. So, erstmal muss dieses Tuch hier weg. Das heißt, wir machen mal unsere Hand nach unten. Und versuchen mal erstmal dieses Tuch hier zu entfernen. Erstmal weit weg damit. Liegt das dort drüber. Das soll aber ganz weg. Sag mal, kannst du wohl dieses Tuch da auch runterschießen? Wir müssen aufpassen, dass du nicht das... dass du das Herz dort nicht rauswerfen, denn das müssen wir ja gleich dort irgendwie wieder rein operieren. So, jetzt müssen die Rippen raus. Das heißt, wir drehen mal unsere Hand... Die Hand aber so komisch gedreht. Was ist denn jetzt los? Der ist einfach eigen. Ach so, jetzt geht's. So. Die Rippen müssen raus. Damit wird's nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt ein Hilfswerkzeug nehmen. Am besten gleich das, was hier vorne liegt.
Das könnte vielleicht sogar schon richtig sein. So, und damit hauen wir jetzt die Rippen raus. Aber es scheint nicht zu funktionieren, also haben wir auf jeden Fall das Falsche. Wie ist mit diesem Teil hier? Geh mal mit der Hand hier runter und nimm das doch jetzt mal. Hat er es genommen? Ja, hat er. Dann können wir hier ordentlich dran rum. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlicher... Jesus Christ! Oh no. Ich glaube, da haben das irgendwie ziemlich falsch gemacht. Und er verliert Blut immer noch. Und das jetzt durchgehen, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie seine... Ach Mist. Wir nehmen einfach mal dieses Ding hier jetzt zur Hand. Ich weiß gar nicht, wieso man, mit welchen Geräten soll man denn da am besten arbeiten? Der haut das auch mal so weg. Das ist so doof. So, wir nehmen jetzt mal irgendwie schnell das Ding hier nochmal. Hand runter. Einfach mal nehmen. Das muss weg. Ist er da jetzt an die Blut verloren? Ich war doch eigentlich gar nicht da drin. Ich krieg das Teil nicht zu fassen. Das gibt's ja gar nicht. Ich krieg das Ding nicht zu fassen. Achso, ich kann meine Hand mal drehen. Ich muss also den drücken und dann gleichzeitig noch versuchen, das Teil zu nehmen. Das ist eine Katastrophe. Jetzt verdreht er seine Hand hier verrückt. Ah, habe ich den falschen losgelassen? Nee, habe ich nicht. Ich kriege die Organe nicht zu fassen. Mist, jetzt liegt das da drin und er verliert hier immer noch Blut ohne Ende. Da komme ich gar nicht mehr hinterher. Habe ich viel zu viel Schaden schon angerichtet. Komm mal raus damit. Na nun nimm. Der Arme hier verblutet. Du hast da deine Werkzeuge drin. Jetzt hat er sie tatsächlich mal rausgeholt. Das funktioniert ja niemals. Das ist der reinste Chaos. Oh mein Gott, was haben wir jetzt wieder gemacht bei dem Typen hier? Und das in 3 Minuten 49. In knapp 4 Minuten haben wir den Typen schon umgebracht. Alter Schwede. Ich probiere es jetzt auch einfach mal, da ich nicht gerne mal wissen würde, was die beste Methode ist, ihn zu operieren. Aber es ist so schwierig, das mit den hier Operationsgeräten, sage ich jetzt mal, hinzukriegen, da er die wirklich so schwer greift. So, erstmal muss das Tuch runter, das ist ja noch ganz einfach. Da hauen wir hier einfach nur mit dem Tuch so rum und dann ist das weg. Vielleicht sollte es nicht unbedingt auf unserem anderen Herz liegen, was wir noch brauchen. So, das Tuch ist runtergefallen und jetzt müssen wir erstmal die Rippen entfernen. Das sollen ja wahrscheinlich wohl Rippen darstellen. Ja, und womit entfernt man die am besten? Wahrscheinlich aber mit diesem... Kann ich mir das gut vorstellen. Aber er kann dies auch nicht richtig greifen, ne? Finde ich. Ich glaube, das war ein ganz guter Anfang, denn er verliert kein Blut mehr. Jetzt muss es aber erstmal irgendwie noch alles da rauskommen und das wird jetzt die nächste Katastrophe werden. Hat er das Ding genommen? Dann hauen wir hier einmal durch. Und seine erste Lunge ist halb drin, halb draußen. Jetzt ist sie aber gleich draußen. Mal hier durch. Mist. Leute, das ist schwieriger, als es aussieht. Vielleicht. So, hau die weg da. So, die ist raus. Jetzt müssen wir noch irgendwie an die zweite rankommen. Nur womit und wie? Denn unser Werkzeug liegt, glaube ich, noch... Oder haben wir unser Werkzeug auch schon hier runtergehauen? Kann natürlich auch sein. Nee, mit dem Ding will ich aber nicht da rangehen. Er verliert nämlich soweit nicht viel Blut, das heißt, wir haben genug Zeit. Aber womit soll ich ihm das jetzt entfernen? Vielleicht hiermit? Ne, nicht Hand verdrehen.
Wie weit kann er Hand an der Hand gerade machen? So weit, gut. So, dann nehmen wir einfach dieses Ding hier mit den und den Fingern. Zieh das mal hier rüber. Und jetzt müssen wir irgendwie dort ordentlich rumsäbeln. Nee, müssen wir nicht. Oh, jetzt verliert er viel mehr Blut. Viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ach du Shit. Vor allen Dingen, ich krieg seinen... Also das ist irgendwie... Ich könnte natürlich auch mit dem Ding hier noch eingreifen. Ich habe gar keine Ahnung, womit ich das sonst machen soll. Da haut ja alles vom Tisch. Jetzt im Endeffekt hat er das Ding hier in der Hand. Das soll er gar nicht haben. Er wollte auch dieses Messerchen dort haben. Wo ist das denn jetzt hin? Egal, ich nehme jetzt einfach mal irgendwas anderes hier, um sein Dings noch zu entfernen. Können wir das hier noch nehmen? Was können wir hier noch nehmen? Was soll denn das sein? Sieht eher aus wie so ein Bleistift. Das können wir doch nicht nehmen. Dort ist nun unser neues Herz. Wo sind unsere ganzen Gerätschaften? Sind irgendwie weg. Es bleibt hier nur noch so ein Kleinkram. Im Endeffekt richtig nehmen tut er das auch nicht. So, jetzt drehen wir deine Hand gerade. Und jetzt müssen wir irgendwie... So, die muss auch nochmal gerade. Jetzt versuche ich mal einfach dieses Ding hier zu ergreifen. Was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird. Dann nehme ich einfach irgendwas von denen hier. Er nimmt es nicht. Sieht aber ernsthaft aus wie so ein... Wie so ein Bleistift. Wird wahrscheinlich sogar einer sein. Liegt schon die Hälfte auf dem Boden. Wie furchtbar. Nimm das doch einfach mal. Das ist wirklich mit der Steuerung, man glaubt es kaum, der reinste Käse. So, wir müssen jetzt hier langsam runter mit der Maustaste. Und jetzt mit A, W, E und schon ist es runtergefallen. Ich krieg das gar nicht hin. Also die Steuerung ist wirklich gar nicht so... Ja, ich verstehe den Sinn der Steuerung noch nicht wirklich. Hauen wir das Teil auch mal da runter. Ich glaube, hier ist auch noch was runtergefallen. Aber wir kriegen das nicht mehr zu fassen, das ist schon zu weit weg. Wir müssten jetzt irgendwie nur noch die... Dings da rauskriegen. Wir haben irgendwie keine Werkzeuge mehr, außer doch, wir haben hier noch was. Werkzeuge, das hört sich auch an. Aber so weit komme ich nicht mehr nach rechts. Kann ich also auch runterfeuern, genauso wie das neue Herz wahrscheinlich. Ich nehme das aber einfach mal. Komm mal hier, du... Nein, du bleibst schön auf. Du bleibst schön auf. Du bleibst... Sag mal. Nun, jetzt nimm das Herz. Nimm es. Er hat es genommen. Jetzt hoch damit. Das müsste jetzt dort irgendwo rein. Das ist eigentlich totaler Quark, ist aber das andere noch da drin haben. Aber was ich mal machen könnte, ist hier mal runtergehen. Versuchen nach dem Organ zu greifen, das irgendwie dort rauszukriegen. Nimm mal Hand nach unten, nach dem Organ greifen und raus damit. Nur so einfach funktioniert es nicht. So, das Organ ist draußen. Kann das gut sein, dass wir das auch alles genauso wieder einsetzen müssen? Nee, kann irgendwie nicht sein, weil wenn ich die Rippen sich mal anguckt, ja, die haben wir ja auseinandergeschlagen. Kriegen wir ja, würden wir ja niemals auch wieder reinkriegen. So, lass das mal fallen, das Ding. Da haben wir schon fast das Herz erreicht. Vielleicht kriege ich das sogar schon zu fassen. Aber das müssen wir wahrscheinlich noch speziell irgendwie mit irgendwas hier raushauen. Aber womit? So viel habe ich hier nicht mehr. Erstmal muss dieses komische Ding dort weg. Und jetzt können wir hier nachgreifen.
Damit müssten wir jetzt irgendwie... Nein, das ist das neue Herz. Bist du verrückt? Nimm mal dieses Messerchen dort. Hat er genommen? Ja, er hat's genommen. Und jetzt müssen wir irgendwie dieses Herz rauskriegen. Ich weiß aber nicht, wie. Ich hau da irgendwo rum, aber wahrscheinlich nicht am Herz. Und dazwischen noch das neue Herz. Das ist ja auch so ein... Also ich schneide eher an dem Typen rum, als am Herz selber. Das ist ja irgendwie... eine unmögliche Sache. So, nimm das nochmal in die Hand. So, irgendwie. Und dann jetzt nochmal ordentlich... Ach, jetzt ist das noch reingefallen. Du Schande. Egal, wir nehmen mal eben kurz das neue Herz. Wir legen das mal kurz beiseite. Oh, das ist jetzt... Ich glaube, das neue Herz ist runtergefallen. Es ist von unserem Arbeitstisch abgestürzt. Ich denke mal, wir können diese Mission in dem Sinne schon vergessen. Wir können aber trotzdem nochmal versuchen, ob wir unser Herz noch irgendwie hier rauskriegen. Allein schon die Rippen dort rauszukriegen, ist ja schon so ein Krampf. Denn mich würde ja schon mal... Gehst du jetzt wohl weg hier? Dann hau ich dich jetzt hier weg. So. Mich würde das ja schon mal interessieren, wie man dieses Herz jetzt rauskriegt. Aber erstmal müssen wir jetzt den ganzen anderen Klatsch hier rauskriegen. So, das ist weg. Jetzt liegt dort hinten noch, hier vorne noch was. Jetzt, wo man es gerade sieht, er verliert nicht ganz so viel Blut. Es hält sie noch in Grenzen. Also man könnte, wenn man es weiß, wie es geht, könnte man diese Mission auf jeden Fall noch schaffen. Nun haben wir ja unser Herz eh vom Tisch gehauen. Dann klappt das sowieso nicht mehr. Auf jeden Fall nicht so, wie es soll. Und was wir natürlich jetzt auch noch den Fehler haben, ist, dass wir unsere Gerätschaft dort in den Körper gefeuert haben. Das heißt... Ja, du nimmst das da jetzt raus. Danke. Hoch und weg damit. So, und jetzt mal irgendwie versuchen, an das Herz zu kommen. Aber er haut da nur irgendwo rum und nicht am Herz. Nun, nimm das Herz da raus. Greif es dir und hol es raus. Wir müssen wahrscheinlich dort, wo es... Das müssen wir irgendwie abschneiden, aber wie kommen wir da ran? Ich finde es gerade unmöglich, dort irgendwie ranzukommen und dieses Herz dort abzukriegen. Vielleicht sollten wir unsere Gerätschaft nochmal nehmen. Nimm mal. Er nimmt sie nicht. Wir müssen das mal, die Hand mal ein bisschen gerade machen, dann wieder runter. Dann versuchen zu greifen. Kommt immer nicht ran. Dann versuchen zu greifen, 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 greifen und dann rumstechen. Er nimmt es nicht. Ah, das ist so doof. Was können wir denn jetzt noch machen, damit wir das in die Hand kriegen? Ich finde diese Steuerung sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Können wir das Ding nicht immerhin hier runterhauen? Das macht mich gerade alles so wütend, dass wir hier nicht rankommen. Der Typ schon wieder bald im Sterben liegt und wir uns hier mit der Hand rumfuchteln. Letzte Rippe hier, die hauen wir auch noch vom Tisch. So, die wird weg sein. Das ist auch weg. Alles weg hier. Wir haben hier einen aufgeräumten Arbeitsplatz wie noch nie. Da kann uns auf jeden Fall keiner vorwerfen, dass wir hier nicht aufgeräumt haben. Oh, die haben wir jetzt auch so sehen wieder reingehauen. Die wollte ich eigentlich. Die sollte eigentlich noch... Ach, hier liegt ja auch noch was. Können wir damit vielleicht... versuchen, das Herz noch rauszu... Nimm es doch mal. Das wäre mir eine große Freude. Er kann die Hand verbiegen wie ein Weltmeister, aber er kriegt seine Sachen nicht ordnungsgemäß in die Hand. Es ist einfach
Ein Traum. Wieso dreht er jetzt damit auch die Hand? Wieso dreht er immer mit beiden Maustasten die Hand? Also ich verstehe das Konzept der Steuerung nicht ganz. Das erschwert natürlich diese ganze tägliche Arbeit, die wir hier verrichten müssen. Aber ich denke, unser Typ hat sich erledigt. Er wird nicht mehr aufwachen. Nicht nach dem, was wir hier angerichtet haben. Wir können hier mit der Hand uns drehen und machen und tun, aber er kriegt nicht das zu fassen, was er zu fassen kriegen soll. Ich könnte jetzt auch noch versuchen. Geh mal wieder runter mit der Hand. Ach, die Steuerung ist ganz. Das ist das, was ganz so richtig so ein bisschen das Ganze erschwert. Ist er mit der Hand auch wieder so unten ist. Und jetzt muss ich mit. Kann ich mit den drücken und den drücken. Aber er kriegt das nicht zu fassen. Genauso wenig wie das Ding da rausgeht. Na komm, raus mit dir. Los, komm. Ja, das ist auch draußen. Und jetzt hauen wir ihn noch so ein bisschen so rum und dann ist es ganz weg. Transmedis. Ja, und da kommen wir nicht hin, weil wir das Herz schon runtergehauen haben. Und wir unser Altes nicht rauskriegen. Also alles ist ja logisch, bis auf diese Sache hier. Denn das kriege ich irgendwie nicht wieder rein. Wahrscheinlich sollten wir, um die Mission allgemein zu bestehen, müsste man ja theoretisch auch alles wieder einpflanzen. Sprich, die ganzen Rippen müssen wieder rein und die Lungen müssten wieder rein. Und dann müsste auch, ja, dann ist erst die Mission abgeschlossen. So würde ich das jetzt sehen. Ich denke, so wird es auch sein. Aber wenn man die Rippen alle einzeln so rausgehauen hat, wie soll man die denn alle wieder reinkriegen? Hier sind solche Markierungen. Da sollten die wahrscheinlich wieder rein. Aber hier ist ja nichts mehr auf dem Tisch. Guckt euch mal dort unten um. Da liegen zwei Rippen. Dort hinten liegt noch eine. Dort hinten liegen noch eine. Hier liegt noch eine. Hier vorne. Wie lange hat die denn hier überlebt? Und so weiter und so weiter. Das sollte wahrscheinlich auch alles genauso wieder rein. Das hätten wir ja sowieso schon nicht geschafft, da wir ja, glaube ich, schon am Anfang die Hälfte runtergehauen haben. Aber auch die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also das ist mal ein Letztest hier vom Feinsten und er nimmt nicht seine Werkzeuge. Also ich komme damit nicht ganz so klar. Ich weiß nicht, ob ihr damit, wenn ihr es schon mal getestet habt, ob ihr mit der Steuerung klargekommen seid und ob ihr die Mission geschafft habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls es einer von euch sieht, der das schon mal gespielt hat. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Nach 15 Minuten ist er tatsächlich tot. Mann, ist das ein Wunder. Bei meinem Geschick wundert mich doch gar nichts mehr. Gut, das war's eigentlich schon mit dem Letztest von Surgeon Simulator 2013. Eine Art, wie gesagt, Operationssimulator, so hatte ich das jetzt mal genannt. Auch wenn man hier nichts operieren muss, sondern eine Transplantation durchführen muss, ist aber in dem Sinne so ziemlich das gleiche Operieren und eine Transplantation durchnehmen und wir haben es nicht geschafft. Es ist aber, wie gesagt, mit der Steuerung ist das ein ganz großes Problem. Bei mir jedenfalls. Wie gesagt, der ein oder andere, der das von euch schon gespielt hat, kann mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie er das tatsächlich geschafft hat. Wie er da welche Gerätschaften für was benutzt hat oder verwendet hat. Und wie man im Endeffekt richtig mit der Steuerung umgeht. Also das kriege ich noch nicht wirklich hin. Ist auch wirklich eine gewöhnungsbedürftige Sache, wie man diese Hand in dem Sinne steuert. Ansonsten war es eigentlich das Ganze schon mit dem kleinen Letztest von Surgeon Simulator, mal etwas anderes, mal kein Horror-Letztest. Obwohl für den einen oder anderen wird das mit Sicherheit auch purer Horror gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.